State Building, während ich die Groupies zum Kommen bringe, gehst du noch. Yeah. Hey everybody. My name is E-Double. Their name is PJ Harvey. Jo Jungs, was geht ab? Damit begrüße ich euch Luxus mal wieder recht herzlich hier auf dem Team Credit Clan Kanal. Und im Hintergrund seht ihr schon mal eine 90er Gunstreak. Alles ist erspielt von Marvin AK Gerd. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei und checkt ihn aus. Er steht gerade vor den knapp 200 Abonnenten. Ich glaube, er steht jetzt bei den 191. Bin mir da aber nicht komplett sicher. Checkt ihn bitte aus. Richtig korrekter Boy. Und das wird ihn und mich auch freuen, wenn ihr mich auch auscheckt. Ich bin kurz vor den 170 Abonnenten. Wäre auf jeden Fall nice, wenn ihr uns bei uns vorbeischaut. Ja, Jungs, ich habe ein paar Infos für euch und dann noch so eine ganz kleine Reader-Story. Halt, die Infos sind, dass wir halt ja nicht im OP sind, das sollten eigentlich alle wissen, und warum wir noch so heißen ist, wir können den Namen nicht ändern, höchstwahrscheinlich erst in 3 Monaten, wenn da jemand weiß, wie wir den Namen ändern können, dann wäre das richtig nice, wenn ihr uns das irgendwie sagen könntet, weil, ja, wir haben die OP-Liederschaft ja weitergegeben und der offizielle OP-Clan ist in der Beschreibung verlinkt, checkt die Jungs mal aus, sind echt richtig korrekte Dudes. Und ja, Jungs, dann wollte ich noch ansprechen, dass wir noch Leute suchen. Wir suchen noch 1-2 Gameplay-Spieler in BO3. In BO2 haben wir noch richtig heftige Gameplays eigentlich und noch einen Kommentator, weil wir haben jetzt echt Daily Upload. Ich glaube, das merkt ihr auch schon, dass wir echt jeden Tag so gut wie was uploaden, und deswegen, boah, Entschuldigung, haben wir noch 4 Kommentatoren, die halt regelmäßig, oder 3 bis 4 Kommentatoren jetzt hochladen können, und da einer halt oft nicht kann, ihr nicht immer die gleichen 3 hören sollt, wäre das halt nice, wenn sich einer noch meldet. Die Kriterien sind halt ein eigener Channel, das ist sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, Abozahl ist uns immer scheißegal, Hauptsache ihr könnt kommentieren und habt eine gute Qualität, und ihr solltet halt schon alle 3 bis 4 Tage eine gute Video-Idee haben und halt ein Video produzieren können. Kommen wir noch kurz zu einer Suche. Und zwar suchen wir, also wir haben den Clan aufgeräumt, das wollte ich noch nebenbei gesagt haben, von 26, wenn man auf 20 und 21, glaube ich, suchen wir noch einen Thumbnail-Designer wieder, weil wir auch den Designer erst rausgegangen wollten. Ach, das ist egal, ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall ist er nicht drin. Und deswegen suchen wir halt einen Thumbnail-Designer. Falls ihr Thumbnail-Designer seid und halt ansehnliche Thumbnails machen könnt, dann addet mich bitte auf Skype. The Real Luxus ist auch nochmal in der Beschreibung verlinkt. Und ja, wie gesagt, zu den Pubstumpern in BO3 solltet ihr mindestens 2 Doubles haben oder halt sehr, sehr schnelle normale Nukleares. Bei sehr schnell verstehen wir halt so 100 Sekunden und vielleicht 100, ja, so 110 oder bis 120 Sekunden. Darunter sollte das schon sein, weil sonst wäre das halt nicht so nice. Und ja, wie gesagt, die 3 Sachen suchen wir, und falls ihr noch in anderen CODs als Gameplay-Spieler joinen wollt, dann meldet euch, aber bitte meldet euch nur, wenn ihr Gameplays auf YouTube habt und das auch echt eure Gameplays sind, weil wir hatten schon Leute, die haben sich da beworben mit irgendwelchen Channels, die gar nicht denen gehören, und ihr braucht mindestens 3 bis 4 Gameplays mindestens, um reinzukommen, und das sollte nicht nur bei einer Double Nuclear sein, das sollte auch schon höher sein oder in anderen CODs. Schreibt mich aber dann, wie gesagt, bitte nur, wenn ihr einen eigenen Channel habt und Gameplays auf YouTube habt und natürlich nicht mit Handy abgefilmt. Kommen wir zum nächsten, Jungs. Eine kleine Reader-Story noch. Ich bin ja halt in der 9. Klasse jetzt bald, also bin in der 9. und da war halt unsere 7-Klässler sind einfach so die größten Drogendealer. Da ist jetzt einer, der ist irgendwie nach Köln jetzt von der Schule geflogen. Die dealen einfach auf easy mit Gras in der Schule. 7. Klasse juckt die überhaupt nicht. Ist einfach zu heftig. Da war einfach Polizei in der Schule. Also ich habe ja schon mal eine Real Story gemacht. Aber die Videos sind unten. Also alle privaten, wo wir schon einen alten Namen hatten. Und manche Videos haben wir auch wieder gelöscht. Zum Beispiel das CW, was dann hochkommt. Das Intro von Overpowered, was haben wir halt gelöscht. Weil das einfach unnötig war. Wir spielen keine CWs mit BO2, weil wir sowas nicht hochladen werden. Weil wir, keine Ahnung, brauchen wir nicht. Ne, wie gesagt, kommen wir zurück zum Thema. Der Typ ist einfach jetzt so in Köln. Weil er einfach mit Drogen gedealt in der 7. Klasse. Wenn ihr sowas dann Leute auch auf der Schule habt, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare. Jungs, Alter, er ist in der 7. Klasse. Ich glaube, der war 13 oder so. Und die geht einfach easy XP mit Gras und Zigaretten. Also, übelst heftig, Mann. 7. Klasse, stellt euch das mal vor. Und ja, Jungs, falls ihr sowas irgendwie auch mal habt, dann schreibt es echt mal in die Kommentare. Das würde mich mal richtig interessieren, weil 7. Klasse ist schon heftig. Das von anderen Schulen kenne ich das auch, aber der so in der 10. Klasse oder so. Kein Plan auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Schulabgang war schon berechtigt, und ja, Jungs, vor allen Dingen, warum hat er es gemacht? Er hatte eine Freundin, alles, aber das ist natürlich seine Sache, jeden seins. Und ich würde sagen, wenn ihr Kriterien erfüllt, was ich vorhin erwähnt habe, dann meldet euch, das wäre echt richtig korrekt. Unser Clan-Schema
unsere Clan-Chemie ist wieder over 9000. Wir haben echt Spaß wie nie zuvor in den Gruppen und zocken und das macht richtig, richtig Fun in letzter Zeit. Und ja, Jungs, falls ihr joinen wollt, sagt Bescheid, checkt doch mal das letzte Video aus. Das wird höchstwahrscheinlich die Real-Story von Yuki sein und das davor die Clan-Verstellung für den Destruction-Clan. Und ich bin erstmal raus, Jungs. Bewerten und kommentieren nicht vergessen. Wäre richtig nice, wenn wir mal so 40 Likes wieder packen. Und Jungs, haut rein, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.